So, ich gehe auch wieder auf den Server drauf. Wie geht's euch? TS, wie geht's euch? Mir geht's gut. Gut. Uns geht's immer gut. Was baut ihr denn hier? Death Hunter versucht, in Lava zu schwimmen. Chris, was versucht ihr denn hier zu bauen? Genau. Da werden die bösen Spieler eingesperrt. Ach, ihr baut quasi... Ich hab gerade gespawnt und er sagt mir, ich soll mich an den Support wenden bei Hilfe. Okay, ich brauche Hilfe. Wie craft ich... Hilfe! Wie baue ich einen Block ab? Mit Linksklick. Linksklick auf der Maus. Schon wieder? Der hat schon wieder versucht, in Lava zu schwimmen. Was macht er denn? Der hat nur seine Schwimmflügel vergessen, deswegen ertrinkt er ständig in der Lava. Ich kann gerade nichts abbauen. Ich glaube, ich fliege gleich. Ja, bei mir ebenso. Ich kann nichts einsammeln. Also wir haben hier unten keine Probleme. 3, 2, 1. Ah doch, ja, wir fliegen auch wahrscheinlich gleich. Ich baue gemütlich ab. Ja, bei mir bewegst du dich nicht. Und da ist er wieder. Also ich bin nicht rausgeflogen, ich war die ganze Zeit drin, ich war noch drin. Ich auch. Warum fliegst du nicht raus, aber wir? Ja. Komisch. Er hat mir fliegt von seinem eigenen Server. GG. Ja, ich bin auch runtergeflogen. Nein, und vor allem ich und Natascha sind von unserem Server geflogen und es ist ja nicht so, als ob wir den niedrigsten Ping haben. Also wenn ich mal kurz hier schaue, Client-Verbindungsinformation, ich habe einen Ping von 0. Was für ein Ping habe ich? Ich habe Natascha hat einen Ping von 1 Millisekunde, okay. Und Drag hat einen Ping von... Ich bin 52 über Millisekunden. Über LAN, gell? 52 Millisekunden. Okay, klick mal durch. Spyro hat einen Ping von 40 Millisekunden. Death Hunter hat einen Ping von 51 Millisekunden. Und Tunica hat einen Ping von 35 Millisekunden. Und Nadja? Nadja ist ja gar nicht hier. Ich kann ja nicht nachgucken. Death Hunter verbrannte. Ja, aber nicht im TS. Ja, dafür kann sie nichts. Doch. Nein, warum? Warum ist er denn nicht? Hat sie kein Teamspeak? Hat sie kein Headset? Der kein Mikrofon an sich? Ah. Nicht erschrecken, ich möchte jetzt mal gucken, wer die meisten Tote hat. Wer möchte das auch mitsehen? Ich, weil ich immer / Kill eingebe. Nein! Nicht mal! Wo bin ich? 37 Tote? Wo bin ich? 10 Tote habe ich nur, obwohl ich dauernd / Kill eingebe. Ja, das zählt mit zu. Das heißt, ich habe mich nur. Ich bin nur 10-mal gestorben, das heißt, ich habe nur 10-mal / Kill eingegeben, um an Spawn zu kommen. Jannis, du bist einfach selbstmordgefährdet. Du bist selbstmordgefährdet. Warum sind nicht alle grün und manche schon? Weil die. Die Admins sind rot. Ja. Die normalen Mitspieler sind grün. Ja, ihr seht ja, Joker LMG ist jetzt nicht mehr rot. Er ist auch nicht online. Nein, er ist nicht mehr Admin. Der hat versucht, den Wald anzuzünden. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Das ist nicht schlimm. Geht mir genauso. Ich weiß auch nie, was ich schreiben soll. Jannis, ich hab's letztens gesagt. Da bin ich nachts gekommen. Der ist selbstmordgefährdet. Der ist in 5 Minuten 6-mal gestorben. Hier reitet gerade ein Skelett die Spinne. Gleich wird's heiß. Ralf, kommt schon. Ralf HD ist auch genauso selbstmordgefährdet. Und German Games auch leicht selbstmordgefährdet. Bin ich jetzt blöd oder warum sehe ich mich nicht? Ja, weil du noch nicht oft genug gestorben bist, um in diesem Ranking aufzutauchen. Also wirst du entweder eine 1 oder eine 0 haben. Ja, okay. Bei mir sind es auf jeden Fall 0. Bei mir sind es auf jeden Fall 10-mal / Kill. wenn einer sagt, komm mal spawn, / Kill. So, ich gebe jetzt Joker LMG Mitglied. Du kannst ihn auch ohne Glied geben. Oh, komm schon. Premium wäre dann wahrscheinlich auch Gold. Aber ohne hätte er nicht so eine hohe Stimme. Ja, greif mich nicht an, ihr zwei. Wer spielt ein Kind im Kriegsgebiet? Wer es suche, der findet. Wer drauf trifft, der verschwindet. Ja. Ich hab leider kein Mikro, kein Problem. Ich hoffe, es stört euch gerade nicht, dass es jetzt...
nehme ich gerade hier die ganzen Namen durch. Flüstert dir zu, mach doch Kill und Namen in der Liste. Okay. Jetzt ist immer noch die Frage, da müsste man halt Natascha mal was sagen. Natascha, möchtest du dann mein Mikro oder möchtest du dann nicht mein Mikro? Okay. Ja, schon. Ich habe es der Nadja, bin ich das andere da. Ja, ja, das, was ich dir geschenkt habe. Wie sagt das, es hört? Also du kriegst mein Großmembran und Nadja kriegt das Headset. Halt doch die Klappe, Mann! Was du jetzt hast. Okay, können wir so machen. So etwa. Hey, dann habe ich Nadja schon, habe ich Nadja jetzt Dead by Daylight geschickt und indirekt ein Headset. Ja, ich hab's dir gesagt, eigentlich wollte ich ja ihr zu Weihnachten Dead by Daylight schenken und halt vorgezogen. Und ich hab, einfach so eine spontane Idee gehabt im Stream, ha? Ja, und dann schenkst du ihr das einfach. Ja, dann schenkt ihr halt Fallout. Nee. Gut, dann schenk ich ihr Fallout. Nee. Also ich kann grad nichts abbauen. Du bist einfach zu langsam. Ja. Und, ja, und, wir denken so und, weit. Und Drag darf ich's nicht schenken. Hey, ich kann... Also. Stimmt, heute ist Dienstag, du wolltest dir ja heute holen. Hast du es jetzt? Ich hab's mir geholt. Ey, cool, dann können wir am Warte, ich muss kurz nachgucken. Donnerstag. Ich kann das nicht. Ich weiß es nie. Der Joel 1237 ist weiß, gell? Das ist ja auch meiner Kopf. Wow. Achso. Was ich hätte einen Block noch weiterbauen müssen, da wäre ich hier rausgekommen. Okay. Ich muss, wenn ich meine Treppe nach oben baue, ganz krass aufpassen, dass ich nicht aus Versehen bei dem anderen die Hütte halbe einreiß. Glaub so, ich, das wäre auch nicht so nett. Rausreißen. Ich buddel und buddel und buddel auf einmal. Hä, warum steht da Truhen? Bist du hin als rausreißt, Kino? Ja, ja. Von hier. Bis hierhin. Ich glaube, das wäre nicht nett. Ich freue mich. Was ist klein und zittert mit Wasser? Ein Kind mit einem epileptischen Anfall. Das steht übrigens gerade alles im Chat, also. Ich bin mal unschuldig. an schlechten Witzen. Diesmal kommen die Witze nicht von mir. Also müssen sie gut sein. So, ich komme aus dieser Falle nicht mehr raus, oder? So. Jetzt ist es wieder weg. So, ich komme aus dieser Falle nicht mehr raus. Drag hat 2149 Blöcke platziert. Das ist auch dezent verkackt, Chris. Weißt du, wie viele Erze hier noch drin waren? Danke. Wollte ich wohl gerne noch alle haben. Ach so. Ah. Weißt du das genau, dass ich ungern Creative spiele? Was passiert, wenn ich dich noch... Stimmt, ja. Hammergeil. Wer kennt sich hier gut mit Pisten aus, wenn ich mal fragen darf? Chris? Kino, soll ich es noch schnell auffüllen? Nö, brauchst nicht. Ja, das habe ich gebaut. Mir kommt's echt irgendwie vor, als ob ständig Nacht ist. Ja! Aber ständig. Wollen wir es denn mal Tag machen oder lassen wir die Nacht durch? Nee, komm, lassen die Nacht durch. Ja, wäre schon blöd, wenn man dann ständig Nacht machen. Aber ich überlege mal, ob ich einfach den Circle langsam ausschalte, weil irgendwie ich gehe raus und es ist... Ich glaube, ich habe einen Tag bis jetzt erlebt. Du kannst den gestern. Zyklus ja auch höher stellen. Sagen wir es mal so, dass ein Tag 20 Minuten ist und oder Tag 10 Minuten oder Nacht 5 Minuten ist. Ja, aber ich meine halt so von der normalen Einstellung habe ich ja bis jetzt, ich glaube, einen Tag erlebt. Sonst bin ich immer nur nachts unterwegs. Und ich spiele hier schon seit fast einer Stunde oder so. Ja, wenn du da auf dem Berg drin bist, gewonnen. Ja, aber ich habe ja da ein Loch. Ich sehe ja, ob Tag und Nacht ist.
Ich hätte schon wieder irgendwas Satz im Kopf gehabt, den habe ich mir mal verkniffen. Ich auch. Den Satz haben wir, glaube ich, gleich gehabt. Das könnte sein, ja. Warum ist hier ein Schwein? Ist gleich bei mir entflohen. Schatz, was machst denn du hier? Ich glaube, gleich kriege ich in die Fresse. Schlägt sie dich wieder? Bestimmt. Oh, bestimmt sind deshalb der YouTube-Videos gesperrt worden. Ja, genau, weil sie mich immer verprügelt. Oh, guck mal, wie süß. Der Krux hat Besuch. Ja, siehst du meine Freundin? Meine Freundin hat gerade mal vorbeigeguckt. Kann nicht sein. Aber Schatz... Ich würde dich nie besuchen. Schatz, seit wann hast du... Ach, du hast dich im Schlamm gesuhlt, ach so. Oh, sie will schmusen kommen. Das sah gerade aus. Ja, das sah gerade wirklich komisch aus. Aber, warte mal, wie ist die Ansicht wechseln? F5. Schatz, was hast du vor? Achso. Warte. Muss ich umdenken? Was denn? Warte. Nein, nicht umdrehen! Nimm die Karotte in die Hand. Die Karotte in die Hand. Wo ist denn deine Karotte? Ach, du hast mir eine Karotte zugeschmissen. Ich hab's nicht gesehen. Na, Nadja, du hörst mich nicht. Jetzt musst du ihr die Karotte geben. Rechtsklick. Achte mal drauf, wo sein Kopf so circa, wo der Kopf so circa ist. Guck mal, ich glaube. Also symmetrisch ist es schon mal halbwegs. Jetzt. Ja, ich glaube, ich glaube, sie liebt mich wirklich. Da steigen sogar Herzchen auf. Guck mal, die läuft mir echt hinterher. Will ich die Notch hier? Ja, der. Weil ich weiß, sie weiß, dass es Essen gibt. Natti läuft mir hinterher. Guck. Death Hunter ertrank. Ernsthaft? Wir haben einen neuen Suizidgefährdeten. Das ist jetzt meine Freundin. Der Defender hat die Tote gesehen. Ich glaube, der will die Tote überbieten. Ha? Der ist ja zuvor schon. Macht. Sorry, aber das muss jetzt sein. Wie kann ich jemanden... Kann ich ein Schwein kein Namensschild geben? Doch, eigentlich schon. Oder? Geht aber gerade nicht. Du musst es erst füttern, dann irgendwie... Ach, Defender ist ja auch am Spawn da. Ja, ich hab's ja gerade gefüttert. Oh, hat er schon hier... Oh, der hat schon hier eine Rüstung. Warte mal, dann brauche ich noch meine Karotte. Das muss jetzt sein. Also, ich fütter's jetzt mal mit einer Karotte. Jetzt hau ich ein Namensschild dran. Nee, geht nicht. Hier machen wir jetzt so... Tut mir leid, Schatz, ich hab dich geschlagen. Tut mir leid. Das erste Mal, dass du tut mir leid sagst dazu. Ich hab eine perfekte Idee. Und zwar, man kann ja Mob-Spawner sich nehmen und könnte man hier so einen Mob-Spawner hin tun und dann spawnen so Schweine und die kann man ja killen. Aber auch. Ich muss ja das Namensschild erstmal einen Namen geben, oder? Wäre eine gute Idee. Ich habe noch nie mit Namensschildern gearbeitet. Natti! Böses Faul. Hoffentlich kommt meine Freundin einfach nicht vorbei. Die wird dich nicht erschlagen. Wie sicher bist du dir da? Chance steht 1 zu 10. Gut, sie muss ja mit der Bratpfanne kommen. Nudelholz hat die ja nicht. Ja. Genau. Genau. Hey, Lisch war ja da. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Echt? Auf dem Server? Ja, hier. Also im TS. Ach so.
ich gar nicht mitgekriegt. Könnte mal. Warte mal. Hallo, mein Schatz. Jetzt ist meine Freundin bei mir auch endlich eingezogen. Auch wenn das Haus noch nicht fertig ist, es passiert, wird aber fertig. Nicht weglaufen! Könnte mal kurz einer einen Pfeil schießen bei sich? Einfach mal so auf den Boden. Wenn ich einen Bogen habe. Mal schauen, was passiert. Warte. Komm bitte, es muss überall funktionieren. Was denn? Nichts. Herzchen! Aber sehr verzögert. Wie? Da kommen Herzchen raus aus dem Bogen. Aus dem Pfeil. Lol, wie das? Da kommen gerade. Schau bei mir rein. Da kommen Herzchen aus dem Pfeil raus. Chris, könntest du diesen ganzen Raum schon mal umdrehen? Ja, das ist ein Command-Block, der am Spawn gerade aktiviert ist. Stone Brick. Ja, genau. Also, was ich mich. Stone Bricks also, umgeändert. Da passt doch. Ich wollte mal fragen, warum bei dir ein Amboss hier ist. Weil ich mit dem vorhin gecheatet habe, um Nutty zu benennen. Und umarbeiten kann man immer noch machen. Soll ich ihn einnehmen? Ja, ich hätte ihn jetzt despawnen lassen. Nutty ist weg! Nutty, wo bist du? Tut mir leid, ihr Amboss wurde leider beschlagnahmt. Nutty ist weg! Wo ist Nutty hin? Ich bin hier. Jemand hat unseren Amboss geklaut. Ernsthaft, Nutty ist weg. Hey, bin doch da! Wo ist mein Nutty hin? Jetzt geklaut. Hat da wer was geklaut? Wer hat da meine Nutty geklaut? Wer hat meine Nutty aus dem Haus rausgeklaut? Hier läuft ein Death Hunter. Alter, sind hier viele Schafe. Ernsthaft? Nutty ist weg. Game, wo das Ganze hier steht, sind einfach nur, wenn du in Slash Game Mode 3 gehst, im Spawn, siehst du diese unsichtbaren Armor Stats. Ich hab gerade eben hier noch ein Schaf gesehen gehabt. Ein Schwein. Nutty, bist du das? Ja, aber dann wärst du ja noch irgendwo hier in der Nähe. Ist ja weg. Hat jemand Nutty getötet? Hier ist ein Schwein. Ja, das ist aber nicht Nutty. Nutty war braun. Braun? Wir müssen sie alle pink. Wo bist du? Ich gebe dir Ersatzspitzhacke, die du behalten kannst. Ich habe eh bessere Picke. Ja, schmeiß einfach bei mir in die Kiste. In irgendeine rein. Das Schwein ist halt wirklich weg. Falls jemand ein Schwein namens Nutty findet, ach, ist es meins. Verdammt, das funktioniert ja nicht. Ich glaube, das wurde getötet. Habe ich auch den Verdacht. Death Hunter, hast du Nutty getötet? Nee. Entschuldigung. Das war, glaube ich, Natascha. Natascha, hast du Nutty getötet? Stimme ich doch nicht selber. Wow, wer tötet mich da gerade? Oh, fuck.
glaube Blöcke. 1368 oder 20 oder 2440. Good job, Chris. Irgendeiner hat mein Schwein getötet. Mein Schwein. Ich kriege der ständig Spitzhacken zugeworfen. Warum? Vom Death Hunter. Ich habe ein ganzes Inventar langsam voll mit Spitzhacken. 600. Was? Ist der Schwein nicht im Gang oder so? War das nicht da? Der Schwein war im Gang, ja. Ja? Ist es da noch? Nein. Wieso nein? Was? Warum ist es jetzt wieder da? Das war doch gerade eben nicht mehr da. Aber mein Nati war gelb. Hat die Schrift in gelb gehabt. Und war schwarz. Oder halt dunkelbraun. Ach, verdammt. Das ist jetzt ein anderes Nati. Es gibt mehr von mir? Warum hast du jetzt gerade verdammt gesagt? Weil ich jetzt halt falsch eingegeben habe. Wie? Edgar. Wo ist es? Er hat gerade die Phil. Er nimmt nutzt gerade die Option Phil. Ich will hier nur eben schon mal. Nein, wir hatten hier jetzt ein NSA-Portal hingestellt. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Wo? Ich glaube, der Server leckt. Ja. Ja. Ja, gut, du gehst gerade in Nether. Aber das ist bei TechWorld auch so. Es wird bald wieder Winter. Juhu! Oh Gott, ich mag Winter nicht. Ich mag Winter nicht. Das einzige Gute am Winter ist das Weihnachtsgeld. Ohne Lebkuchen. Ja, die esse ich ja weg. Die kriegst du ja gar nicht. Ja und? Ja, okay, dann habe ich halt jetzt ein hellbraunes Natti, ist ja auch okay. Natti 2 halt. Alles okay bei dir? Okay. Was? Das Schwein ist pink, na, bei mir nicht, ich habe ja ein anderes Texturenpaket. Es soll übrigens am Sonntag, glaube ich, minus 1 Grad geben. Juhu. Nacht. Nati bleibt da. Was hat denn der Skin da gebaut bei sich daheim, ey? So ein Diamantblock. Braucht er sich nicht wundern, wenn die Diamantblöcke weg sind. Oh, hier hat aber jemand was ganz Großes vor. Da holt sich jemand runter. Ich sag's mal so. Skin wird jetzt auch keinen Nachschub an Diamantenblöcken mehr bekommen, weil, wie gesagt, wenn er mal auf dem Server ist, bitte einmal Game Mode 0. Ich glaube, der ist die ganze Zeit im Game Mode 1 noch unterwegs gewesen. Ja. Kann man den nicht auch Game Mode 0 einfach so in dem Dings geben? Und ich überlege mir auch, ob ich dort einfach... nee, leider nicht. Oder weil der Spieler nicht gefunden wird. Oder willst du ihn jetzt bannen lassen? Nein, ich habe ihn nicht gebannt. Der ist von selber gegangen. Der ist von selber gegangen. Schön wäre es, wenn... Minecraft oder Mojang einfach mal so Temp-Bann. So zeitliche Bans oder so. Ja. Bis jetzt eine Woche 7 Tage gebannt, Grund so und so. Es geht ja momentan nur mit Mods. Ja. Boah, wenn ich jetzt die World Border einziehen lasse. Die was? Die World Border. Dann mache ich den Kopf kürzer. Oh. Warum? Ja, das weißt du noch, gell? Hä, wieso geht das nicht? Chris weiß es noch, gell? Weißt du? Ja. Ich steh dort. Denk mir nichts Böses. Auf einmal kann er nicht mehr bauen. Steht dort. Platzier mal TNT. Am Anfang, bevor du online kommen bist. Rux. Wo wir es ausgekommen haben. Geh hin, zünd alles durch. Er zieht die Border ein. Ich sehe, wie alles explodiert. Wolltest du es nicht explodieren lassen, oder wie? Herzlichen Glückwunsch zu den 200. Hast du verdient. Danke, danke, Dev. Danke, danke. Geil. Ich wollte explodieren lassen. Ja,
Du hast die Porte eingezogen. Nee, ist weiter noch alles da. Ich stehe nur dort, denk mir. Ja, aber das TNT ist geblieben, oder? Nee, das TNT ist weggegangen. Ich hab's angezündet. Das okay, ist das explodiert. Das ist ein Bug von Mojang. Und dann, ja, der Rest. Ja. Ich stehe so dort, denk mir. Da ist die World Bond eingezogen und dann ist nichts mehr explodiert. Ja. Ich hab halt nur gedacht, ja, das läuft doch gerade echt nie, wenn was falsch ist. Ja, aber jetzt ist doch dieses. Dann kam noch der Quox und hat dir doch dieses hier, wie heißt es? Phil. Dieses Phil da. Ich finde das gut, dass das sowas gibt. Ja, früher gab es das auch nur mit Motten sowas. So wie Feuerwerk oder so, gab es auch früher als Mod. Was sie jetzt auch machen, ich glaube in der 1.11 gibt es glaube ich auch wieder was. Und zwar Location. So ein Command. Ja. Da kannst du suchen, wo die ganzen Dörfer sind und alles. Ja. Das ist auch cool. Hab ich schon. Wird auch das jetzt? Die 1.11 wird auch richtig geil, weil dieses eine Dungeon da, was die jetzt da neu einfügt. Da hätte ich richtig Spaß dieses drauf. Riesenhaus. Ich muss sagen, solche Sachen sind wieder cool, aber andere Sachen sind auch wieder kacke. An den neuen Minecraft-Versionen. Das Zweihandzeug. Hey, ich komme vielleicht in 1000 Blöcken aus dem Berg raus. Der ging in Flammen auf. Okay. Zombies brennen halt tagsüber. Die können die auch anzünden. Der Thunder ging in Flammen auf. Siehst du, der Thunder ärgere ich auch die ganze Zeit und er ist deswegen nicht gleich zickig. Wir haben schon 21:45, ey. Halt ja, ich mach bis 22:30 und dann mache ich Schluss für heute. Ja. Hab ich mir überlegt. Natascha, du kannst jederzeit gehen, wenn du es nicht möchtest. Auch schnell rum, ne? Ja, was bringt's mir? Du bist ja trotzdem noch hier. Ja und? Ja. Lol. Quox. Du baust dich ja in einen Berg rein, ne? Nein, raus. Raus. Und dahinter, den Berg hat sich auch schon einer reingebaut. Ich weiß. Das ist ja mein Problem. An der ganzen Sache. Eigentlich wollte ich in die andere Richtung... mein Zuhause bauen oder sowas. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Wollte ich da ja ein Zuhause reinbauen. Aber die Sache ist die, wenn ich muss jetzt dann nach oben bauen, damit ich an seinem Haus vorbeikomme. Das habe ich alles im Game Mode 3 erst gesehen, dass da hinten einer war. Und da habe ich da gekotzt. Einmal gedacht, ich habe mich so gefreut und dann habe ich sowas übersehen, dass da schon einer war. Okay, nur so ungefähr. Ja, wobei, das geht eigentlich. Die Decke A rausheben. Ja, deswegen baue ich oben drüber dann. Wenn du das machen willst, eben noch... Ja, dann was weiter. Nennen wir Holz aus Stone Brick? Ja, aus Stone Brick. Und diese Minenschacht. Ich werde übrigens dann am Samstag, wenn wir Ark spielen, glaube ich, beide Server stoppen. Erstmal eine Zeit lang, um dann zu schauen, wie sich's verhält mit Ark zusammen. Aber ich werde sagen, der TechWorld-Server wird auf jeden Fall stillstehen, weil am TechWorld-Server ist eigentlich ist weniger los als auf dem COM-Server. Weil ARC-Server frisst doch sehr Leistung. Ja, ich habe auch einen ARC-Server. Ich habe einen ARC-Server, ich habe einen TTT-Server, ich habe einen TeamSpeak-Server. TTT? Müsste ich nur wieder starten und halt mal wieder drüber schauen. Da war ich schon lange nicht mehr. Bestimmt schon seit 1,5 Jahren oder sowas war ich seit 2 Jahren. Steht der TTT-Server jetzt schon? Ja, für TTT brauchen wir mal Leute. Mindestens 6 Leute. Ja. Was ist es halt? Ja, ich hatte ja damals als Let's Play und dann irgendwie sind irgendwie die ganzen Leute immer aufgetaucht und hatten irgendwie. Ja, keinen Bock und ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, lass es bleiben. Hat sich das Projekt dann auch irgendwie verlaufen. Die ganzen Leute, die immer gesagt haben, ja, Samstag 18 Uhr, kein Problem. Sind wir immer da. War plötzlich keiner mehr da. Natascha? Hast du mich schon mal so schnell reden sehen? Ja. Echt? Ja. Hast du schon mal vorgeführt? Genauso wie du springen. Scheiße, wa? Ja. Aber Crocs noch nicht. Doch, ich kenn's aber auch. Oh,
Was mache ich da? Geh einfach mal auf ein Team, auf den Champ. Ich glaube, Nadine möchte aus deinem Haus raus. Die steht gerade auf der Druckplatte. Okay. Was, aber warum atmest du jetzt so schwer? Warte. Ist er da? Pass auf. Die Sache ist die, das hat mich extremst enttäuscht. Es hat mich extremst enttäuscht. Das wissen wir ja schon. Ja. Watze ist gerade im Chat und Watze schaut auch hier zu. Er hat auch gerade was geschrieben. Watze, es hat mich extrem enttäuscht. Das hätte ich nämlich nicht erwartet gehabt von dir. Und ich bin auch momentan noch gerade enttäuscht. Und ich hätte halt wenigstens eine kleine Entschuldigung oder so erwartet gehabt. Und sowas kam ja auch nicht. Und wie gesagt, ich war und bin extrem enttäuscht gewesen darüber. Über die Aktion. Es hätte es nicht gebraucht, weil ich weiß nicht, was du damit bezwecken wolltest. Ich habe mal so die Leute durchgefragt, wie die Leute auf dich zugekommen sind. Zufall. 90% ja, Zufall. Ja, mich brauchen sie nicht fragen. Ja, mit dir schlafe ich. Hallo! Also ich bin von dir, von No Man's Sky zugekommen. Ach so, die meisten, Fallout viele. Viele Fallout. Viele Fallout. Ja, Natascha, du brauchst da nicht gleich Hallo schreien, weil Doch. Nein. Hallo. Weil, Nee, halt das für eine Lüge. Was hast du gerade gehört? Sind wir mal ehrlich, wenn man weiß, dass wir zusammen sind und dass wir schon 2 Jahre zusammen sind, ich glaube, wir sind keine 2 Jahre zusammen, wir kennen uns erst seit einem Wochenende. Ja, jetzt, dann hätte ich auch sowieso mit dir geschlafen, so. Ich glaube, ich krieg gleich echt auf die Fresse. Guck, so ein One-Night-Stand. Was ihm auf dem Baum ist, wird genommen, oder? Ja, ich hab, wie heißt das? Rohypnol einfach in ihr Getränk getan und dann, ja. Na toll, jetzt hab ich einen Kill wieder mehr, dank dir. Ich hab gewusst, dass das kommt. Warte mal, wie viel hast du jetzt? Jetzt weiß ich wieder nicht, wohin. Ich seh doch nachts nichts. Welche Region muss ich? Wasserregion, Sumpfregion, glaube ich. 11 Tote hat er jetzt. Ja. Aber Watze, du kannst ruhig weiter auch im Chat sein. Und ich habe dir gerade eine Fackel abgerissen, tut mir leid. Ich gehe lieber. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will und was ich ein bisschen erwarte. Beziehungsweise, was ich auch dem Chat gegenüber erwarte, weil es ja doch ziemlich Unruhe auch mit in den Chat gebracht hat und ziemlich Aufregung mit in den Chat gebracht hat. Au! Das war ein Creeper. Verdammt, Natascha, wo geht's hier zum Brunnen? Ich sehe doch nichts! Bin ich jetzt schon Ich glaube, ich bin schon zweimal auf dem hier. Da wohl die Schlammerei hier schon wieder. Ja, ich schätze, es wird Spyro sein, der sich ja wieder einschleimt. Schlimm. Schlimm, gell? Weil ich ja gerade hier bin, ich kann schlecht beim am Server stehen.
Wobei, vielleicht kann ich's. Wer weiß. Ich bin echt gespannt, wer neben der Natascha sowas riesig Großes baut hier. Janis. Ja. Keine Ahnung, aber jedenfalls baut zwischen Turm und mir Nat hier. Und ich baue nirgends. Ich bin einfach nur da, um ein paar Nukes unter euren Häusern zu setzen, und zu warten, bis ihr fertig seid, damit ich sie zünden kann. Ach, Krux. Wann bekommt man eine Schallplatte? Wenn ein Skelett einen Creeper erschießt. Ich habe gerade, es gibt insgesamt einen gesperrten Spieler schon. Ja, ich habe schon Bann vergeben. An wen? An? So eine Nervensäge, die mir ständig auf den Sack gegangen ist und die Häuser zum geblaut. Der, dieser Woven. Raven. Ja. Warte mal kurz. Okay, dann. Nashi, du stirbst? Noch nicht. Es sieht aber eng aus. Ich hab schon noch bei Herzen. Ja. Dreieinhalb. Cool. Ich finde das auch cool, dass man Herzen sieht von anderen Leuten. Und Teams entfernt. Ja, Frage, wieso spricht Hunter überhaupt nicht mit uns? Er ist in Teamspeak. Vielleicht hat er kein Mikrofon und möchte nur uns zuhören, während wir miteinander reden. Jetzt müssen wir singen. Reden. Okay, warte, ich lese es gleich mal durch. Weil dann möchte ich auch Antwort drauf geben. Nati, bleib da. Du sollst da bleiben. Lass dich wegschubsen. Lass dich wegschubsen hier. Könnte ich denn echt sein? Könnte wie in echt sein? Ich laufe gerade ständig gegen Nati. Ich finde. Das stimmt gar nicht, was die ganze Zeit am Computer sitzt, kannst du gar nicht gegen mich laufen. Ich finde es immer so süß, wenn ich mich gegen Nati lehne. Sie schafft es einfach nicht stehen zu bleiben. Die schafft. Nee, du hast ja ganz schön zugenommen, ne? Hey, du wolltest abnehmen und frisst Trüffel. Das sagst du doch immer. Hey, Passi. Ja, ich hab zugenommen. Schatz, du meckerst die ganze Zeit, dass du zugenommen hast. Das Problem ist, wenn ich dir widerspreche, dann wird's nur zu einer Diskussion. Also gebe ich dir einfach recht. Ja. Danke. So, und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Ich gehe vom Server. Aber exakt.